Herzlich willkommen in unserem schwimmenden Studio auf dem Starnberger See. Wir haben heute kein Kaiserwetter bestellt, sondern extra ein Professorenwetter und ein Nobelpreisträgerwetter. Und da kommen wir gleich zu der ersten Frage. Sie haben 1988 den Nobelpreis bekommen. Können Sie vielleicht für uns Laien das ein bisschen erklären, wofür? Also, dass wir das auch irgendwie verstehen können. Für Arbeiten zur Photosynthese, wie wird Sonnenlicht in zunächst einmal elektrischen Strom in den Blättern, in den Pflanzenzellen umgewandelt und dann später dieser elektrische Strom in organisches Material. Wir sind umgeben von Photosynthese, gerade im Frühling, wenn die Blätter austreiben, die grüne Farbe, das Chlorophyll. Chlorophyll ist die entscheidende Komponente, die das Sonnenlicht auffängt und in elektrischen Strom verwandelt. Wie geschieht das auf molekularer Ebene? Das wollten wir wissen. Die biologische Photozelle, wie sieht die aus? Das haben wir erforscht und aufgeklärt und das wurde für sehr wichtig erachtet und hat zum Nobelpreis 1988 geführt. Die Publikation war 1985. Es hat also nur 3 Jahre gedauert, bis das schwedische Komitee sich entschlossen hat, den Preis zu holen. Sie sagten gerade nur 3 Jahre, dauert das normalerweise länger? Ja, es dauert normalerweise sehr viel länger. Es gibt wenige Preise, die in so kurzer Zeit von der wissenschaftlichen Arbeit zur Preisverleihung geführt hat. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wie kommen Sie dann zu dieser Aufgabenstellung letzten Endes? Hat Ihnen jemand den Auftrag gegeben oder war das Ihr eigenes Bedürfnis, dass Sie sagen, das würde mich jetzt mal interessieren, was steckt dahinter? Nun, ich war immer interessiert und habe auch Methoden entwickelt, um Molekülstrukturen aufzuklären. Dazu braucht man Röntgenstrahlen. Das ist mit optischem Licht und Mikroskopen nicht zu bewerkstelligen und das bedürfte doch einer langjährigen Methodenentwicklung. Aber dann haben wir an einer ganzen Reihe von Beispielen gearbeitet, nicht nur an dem Photosyntheseapparat, sondern auch an einer Reihe von anderen Proteinmolekülen, deren Funktion wir verstehen wollen. Um Funktion zu verstehen, müssen wir sehen. Wir müssen sehen, wie die Moleküle auf atomarer Ebene, Atom für Atom, aussehen. Äußerst komplexe Moleküle bestehen aus Zehntausenden von Atomen, sehr irregulär aufgebaut, sehr kompliziert, aber eine wohldefinierte Struktur bilden. Sie haben jetzt gerade immer, Entschuldigung, davon gesprochen, wir, das heißt, da stand Ihnen auch ein Team zur Verfügung, Sie haben dann nicht alleine geforscht, sondern wie muss man sich das vorstellen? Das ist Teamarbeit. Ich hatte nach meiner Berufung an das Max-Planck-Institut für Biochemie, das war im Jahr 1973, eine Gruppe von Doktoranden, von Postdoktoranden. Und dann später gab es auch Zusammenarbeiten mit anderen Gruppen. Und eine dieser Zusammenarbeiten hat zu den Arbeiten an der Photosynthese geführt. Und zum Nobelpreis, der in 3 Teile geteilt wurde. Für die 3 beteiligten Forscher, das war Hans Deisenhofer, ein ehemaliger Doktorand, der an anderen Themen vorher gearbeitet hat, und ein Kollege am Max-Planck-Institut in München, in Martinsried, und meine wenige Person. Wie war der Moment, als das Telefon klingelte und es heißt plötzlich, Sie bekommen den Nobelpreis? Nun, natürlich verursacht es Aufregung, weniger bei mir vielleicht als in der Umgebung. Der erste Besucher war der Münchner schwedische Konsul, der wohl vorher schon informiert worden war. Viele andere Besucher, Medien. Allerdings muss ich sagen, dass ich wusste, dass es im Oktober geschehen würde. Okay, also Sie waren schon darauf vorbereitet. Ich war darauf vorbereitet, aber das ist eine Geschichte, die braucht etwas Erklärung.
Okay. Dauert 4-5 Minuten. Das können wir nicht einplanen. Okay, gut. Hat sich denn Ihr Leben jetzt, das private Leben und auch das berufliche Leben, nach dem Preis verändert? Nicht so sehr, nein. Denn ich hatte eine große Forschergruppe vorher. Ich war eigentlich einigermaßen in der wissenschaftlichen Welt bekannt, hatte viele Einladungen, bin viel gereist. Das hat sich vielleicht etwas ausgedehnt noch. Ich bekam Bewerbungen von exzellenten Doktorandenstudenten, sodass die Arbeitsfelder ausgedehnt, nicht nur Photosynthese, das war ein Zweig meiner Arbeit, sondern andere biomolekulare Strukturen, die vor allem mit Krankheiten zu tun haben. Das ist ein wesentliches Arbeitsgebiet geworden. Bis heute bekam also mehr, noch mehr exzellente Studenten. Und, das ist auch messbar im Output, wenn man Output. Das sagt. Im wissenschaftlichen Output. Ja. Höre ich gerade raus, dass das also, das wäre unsere nächste Frage gewesen, haben Sie diesen Preis eher dann als Belastung empfunden, dass man sagt, na gut, wenn jetzt schon mal dieser hohe Preis da ist, diese Auszeichnung, dass man sagt, jetzt gerate ich gewaltig unter Druck, quasi wie ein Autor, der einen Bestseller schreibt und sagt, so, der Verleger steht da, du schreibst jetzt das nächste Jahr den nächsten Bestseller. Ja, das spielte bei mir schon eine gewisse Rolle, sozusagen nochmal rechtfertigen zu müssen, zu glauben, dass man dazu verpflichtet ist, dass man den Preis wirklich verdient. Ja. Das spielte eine gewisse Rolle und das kann man durchaus als Last bezeichnen. Auf der anderen Seite war es erleichtert dadurch, dass ich eine exzellente Gruppe von Mitarbeitern hatte, die recht selbstständig auf verschiedenen Gebieten geforscht haben. Und haben sich aus dem damaligen Thema und dem Projekt zur Photosynthese weitere Forschungsarbeiten in die gleiche Richtung ergeben? Sie haben gerade erzählt, es ging dann natürlich auch in andere Bereiche. Die Methode, die verwendet worden ist, um das Photosyntheseproblem, die Photozelle, zu lösen, wurde weiterentwickelt, auch in meiner Arbeitsgruppe und auf viele Biomoleküle angewendet. Die Entwicklung der Proteinkristallographie, das nenne ich mal den Namen, das ist die Methode, die wir verwenden. Wir brauchen Kristalle und wir brauchen Röntgenstrahlen und wir brauchen die Protein-X-Ray-Röntgen-Kristallographie. Wenn Sie jetzt ans Ufer schauen, dann sind Sie eine schöne gelbe. Jetzt kommt uns der Kapitän kurz dazwischen. Herr Professor Huber, Sie haben gerade erwähnt, durch die charmante Unterbrechung des Kapitäns angeregt, dass Sie auch hier aufgewachsen sind. Das heißt, Sie sind in München geboren und lieben die Gegend und sind dann auch... Ja, ich bin in München geboren, ich bin ein Kriegskind und habe München in Ruinen erlebt. Keine Grundschule zu der Zeit. Humanistisches Gymnasium dann später, weil es eine der wenigen Schulen war, die noch Unterricht gegeben haben. So habe ich also Latein und Griechisch gelernt, aber Chemie zu lieben begonnen, aus eigenem Antrieb. Sodass das Chemiestudium dann eigentlich ganz folgerichtig war, das auch wieder in München stattgefunden hat. Mit guten Erfolgen als ganz junger Doktorand, die hoch eingeschätzt worden sind und mir in sehr jungem Alter mit 32 Jahren einen Ruf als Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie eingebracht. Außergewöhnlich, denke ich jetzt. Das war außergewöhnlich. Aber da sind wir gleich bei einem Punkt, das würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, wenn diese Karriere bis dahin schon so weit fortgeschritten war. Haben Sie sich denn als Student jemals träumen lassen, dass es mal passieren könnte, dass Sie den Nobelpreis bekommen? Nein, es spielte keine Rolle. Es war die wissenschaftliche Arbeit, die mich fasziniert hat und angetrieben hat.
Preise sind gekommen, kleine Preise. Und dann eben auch der Nobelpreis mit den Problemen, die ich schon erwähnt habe. Ja. Das Angenehme, mehr Möglichkeiten, mehr exzellente Mitarbeiter und der Last, die auch damit verbunden ist. Das ist ja wie bei vielen Dingen im Leben so, dass es einfach um die Sache geht, dass man sich darauf konzentriert und das wirklich möglichst gut und dann das andere kommt. Das kann man eh nicht erzwingen. Da wären wir auch nochmal beim interessanten Punkt, weil es sind ja natürlich, werden ja viele, viele verschiedene Bereiche vorgeschlagen für den Nobelpreis. Wie empfinden Sie das, dass dann eben einer ausgewählt wird? Es können ja notwendigerweise oder nicht alle gleichzeitig diesen Preis bekommen. Das Nein, ist, glücklicherweise, ungerecht, ja, nicht ungerecht. Glücklicherweise habe ich mit der Auswahl nichts zu tun. Das ist in den Händen der Schweden und sie haben es wohl gut gemacht. Nicht ein Grund für die Hochschätzung des Nobelpreises ist die exzellente Arbeit der Schweden, die wohl in den meisten Fällen die richtigen Kandidaten ausgewählt haben. Das ist ja nicht einfach. Der Preis für Chemie, welcher ein weites Feld ist, Chemie, das ist die organische Chemie, die Materialforschung, die Biochemie, Dinge, die mehr in die Physik gehen wie meine eigene. Also hier das richtige Feld zu bilden, dann auch noch im Feld die richtigen Kandidaten, ist eine wirklich schwierige Arbeit. Eigentlich sollte die schwedische Nobelkomitees den Nobelpreis kriegen. Und wie ist es jetzt für Sie, nachdem Sie wirklich diese hohe oder höchste Auszeichnung bekommen haben? Lehnt man sich dann da bequem zurück und sagt, na ja, jetzt passt schon? Nein, ich denke, ich habe schon erwähnt, das war nicht so. Ich habe mich im Gegenteil aufgefordert gefühlt, jetzt gerade mit den neuen Möglichkeiten noch mehr zu tun. Allerdings das Feld erweitern, die Methode anzuwenden auf Biomoleküle, die mit Medizin zu tun haben. Wir sind ja hier in der Nähe von Penzberg. Ja. Böhringer war zu der Zeit. Ich hatte immer intensiv Zusammenarbeit mit Big Pharma. Und Böhringer war einer davon, Bayer ein anderer. Wir haben an Molekülen gearbeitet, die für die Pharmaforschung und die Pharmaindustrie von großem Interesse waren. Denn wir können sehen, wie Moleküle, die krank machen, aussehen und wie man sie ihre Funktion modulieren, inhibieren kann. Das können wir sehen, indem wir uns die Moleküle mit Röntgenstrahlen betrachten und dann Modulatoren vorschlagen. Wir können sehen an der Gestalt dieser Proteinmoleküle, womit wir sie beeinflussen können, mit kleinen Molekülen. Und das ist von großem Interesse für die Pharmaforschung und Pharmaindustrie, deshalb meine Zusammenarbeit auch mit Böhringer Mannheim zu der Zeit, Böhringer Hinsberg, das existiert und wächst auch unter der Ägide von Roche nach dem großen Kauf. Also in die Richtung hat sich meine Arbeit bewegt, mehr und mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch immer noch aktiv ist und dass es weitergeht, dass Sie weiterarbeiten. Ich meditiere seit langer Zeit. Ja. Aber? Aber habe noch eine kleine Forschergruppe mit zwei, drei, vier Mitarbeitern. Die können an ausgewählten Projekten noch arbeiten. Und ich habe viele Zusammenarbeiten, unter anderem auch mit der Pharmaindustrie. Sehr spannend. Dann wünschen wir Ihnen jetzt für diesen weiteren Weg ganz, ganz viel Erfolg. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Und ja, genießen Sie noch den schönen Tag. Vielen Dank. Ich danke sehr. Es ist wirklich wunderschön. Es ist meine Heimat, in der ich mich hier auf dem Schiff bewege. Dankeschön. Danke, vielen Dank, Herr Professor Huber.